Alexei, Alexei. Nam, 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 nam. Warum sitze ich eigentlich auf Klo? Morgenstamm ist wohl meine Lieblingsserie zum Schreck meines Lebens. Der schaut aus wie Obst, die Poncho. Das soll ein Scherz sein, oder? Davon schmerzen meine Augen so krass. Bitte nicht mit Greenscreen. Obst, die Poncho? Oh, Herr Gott, bloß nicht. Hey zusammen und willkommen zum zweiten Reinkarnationserklärbär am Schreibtisch. Und dieses Mal auch wieder mit Kamera auf Augenhöhe. Nicht, dass ihr denkt, ich hätte Hände so groß wie Bigfoots Eier. Obwohl, Moment. Füße waren das, oder? Alex, du Schmarotzer geworden! Schmarotzer? Schmarotzer. Schmarotzer, hier. Altgriechisch für Essen. Eine ursprüngliche Bezeichnung für Vorkoster, Ressourcenerwerb, wobei Körperflüssigkeiten eines Individuums als Nahrung dienen. Ha. Oh, sag doch gleich, dass du mir einen blasen willst. Ist ja ekelhaft. 1080p, 50 ist auch, wusste ich gar nicht. 6 FPS habe ich gewusst, aber 50? Oh ja, richtig gesehen. Man kann bei YouTube jetzt Videos mit bis zu 60 Bildern in der Sekunde hochladen. Und 50 ist entsprechend das PAL-Format. Das ist nicht nur Geschmackssache, wie die flüssigen Bewegungen bei HFR im Kino, sondern bläht auch die Dateigröße immens auf. Und das ist eine Riesenscheiße bei einer Dorf-Internetleitung. Fatal Forts. Fatal. Fibeschirm. Fortality. Als ob man schmecken könnte. Ah. Hallo Alex, ich würde gern mal wissen, was dein erstes Videospiel war und was du gerade so zockst. Gute Frage eigentlich, aber was heißt denn überhaupt erstes Spiel? War es das erste Tamagotchi? Oder mein erster Gameboy mit Tetris? Mein erster Amiga mit Pinball Dreams? Oder mein erster Windows-Rechner mit Mega Rays? Ja! Wow, da sind wir wieder! Bahnfrei für Mega Rays 2! Dabei fällt mir noch etwas ein, was mich auch sehr befriedigt. Meine kleine, liebe Assistentin Mindy! Gott, das Spiel war so scheiße, dass es wieder geil war. Aber immerhin, momentan sitze ich an Assassin's Creed Unity für PlayStation 4. Und ich muss sagen, es ist schlimm. Gefühlt eimerweise Cutscenes, die auf einen niederregnen wie Scheiße vom Himmel. Tonnenweise Frame-Einbrüche, ich falle ständig irgendwo durch Böden und dafür 60 Euro. Aber die Grafik ist geil. Ubisoft, das ist neue EA. Wow. So ein Scheiß. Schon mal Kartoffeln mit Nutella gegessen? Was? Gott, das riecht nach Leichenbumsen. Empfehle ich jetzt nicht so.
Ja, Alex, ich wollte dich mal fragen, wieso du an eine Filmkamera und keine DSLR verwendest, um deine Videos zu drehen. Zumindest glaube ich das an Großrobin. Puh, Riesenthema, vor allem im Vergleich zwischen Kameras. Aber bei mir sind es keine Filmkameras, sondern man nennt es filmähnliche oder an Filme angelehnte digitale Filmkameras. Ja, tatsächlich. Das heißt, die Sensorgröße hat eine entsprechende Größe wie das damalige Zelluloid der Filmkameras. Und bei mir sind es auch keine DSLRs mehr, weil es qualitativ nicht mehr so mein Ding ist, sondern jetzt sind es DSLMs. Nicht Emser Salzpastillen, nicht M&Ms, sondern DSLM. Und auch da gibt es so viel zu entdecken, das heißt vielleicht einfach mal Google anschmeißen, aber in meinem Fall ist es gerade die Sony Alpha 7S, die seht ihr auch gerade live. Und was man mit der noch alles machen kann, was man über die noch erzählen kann, ich glaube, da wittere ich schon ein neues Videothema. Hey Alex, was sagst du dazu, das Punkt, den ich gemacht habe? Auf der einen Seite genau richtig. Auf der anderen Seite ist es eigentlich echt schade. Aber hey, die haben das Ding halt total an die Wand gefahren, oder man würde auch sagen, echt verkackt. Hattet ihr damals eine Lieblingsserie bei Pong? Oder Lieblingscast oder sowas? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Cooler Bock. Looney Tunes Hintergrund! Ja, richtig erkannt. Und wer genau hinhört, der wird auch beim neuen Erklärbär Intro, Erklärbär Jingle, auch ein Looney Tunes Theme Part erkennen. Na? Wo könnt ihr das sein? Schreibt es doch mal in die Kommentare, wenn ihr es erkannt habt. Ihr seht, bei mir ist mal viel Liebe zum Detail. Doch mach ich so. Gott, das ist so arschkalt. Aber hält mich nicht davon ab, auch heute wieder jemanden für euch zu treffen. Sie ist tatsächlich zufällig in Hamburg wieder hier und ich habe mir natürlich den Moment dann auch genutzt, ihr mal Hallo zu sagen und sie dann für ein kleines Interview abzugreifen. Und zwar die Sarah von Imosa Geeks. Führen wir sie mal ein. Stellen wir sie vor. Wir sind zwei weibliche Wesen auf YouTube, die etwas machen, das nichts mit Make-up zu tun hat, sondern so Comedy. Also was ich ja halt sehr charmant fand bei euch, bei der Geschichte, dass, also ihr macht zu zweit, das macht es immer schöner, wenn man sich mal ein bisschen Bälle zuspielen kann, aber ihr habt auch eine Kategorie jetzt, eine neue Random Gags. Gags, ja. Da fuck, lol, das ist ein Bingo! Was habt ihr euch dabei gedacht? Ja, also das hat sich so, es war so ein Situationskomik, den eigentlich einfach so viele Sachen, die da drin sind, sind uns so in dem Moment eingefallen. Ja. Also das ist so eine Sache mit so einem Eistee. Wir hatten nämlich wirklich einen Eistee und der heißt Sparkling Eistee von Lipton und wir so, Robin Sparkles, so, ne? Ihr habt Robin getötet. Und daraus ist das dann irgendwie entstanden, dass wir immer mehr Sachen davon aufgeschrieben haben. Okay. Guck, so, das ist YouTube. So entstehen nämlich die Ideen. Man findet euch unter welchem Namen? YouTube.com/ImosaGeeks. Imosa, wie man es spricht, und Geeks, wie man es checkt auf jeden Fall den Kanal mal aus, also für zwischendurch mal ein bisschen Comedy oder für den kleinen Gag für zwischendurch. Definitiv eine nette Sache. Och, machen wir Giveaway. Ach Quatsch, nix Giveaway, viel geiler. Ab Dezember kommt mein Adventskalender, mein Alex-Kalender wieder. Seid ihr schon gar drauf? War schon gar drauf? Die ersten Geschenke sind schon eingetrudelt, das heißt, es kann bald losgehen. Gott, ich freue mich selbst darauf. Ehrlich, ich freue mich darauf, euch jeden Tag dann ein Video hochzuhauen, ein Geschenk rauszuhauen und euch eine Freude zu machen. Ja, das trifft's. Wenn du dich entscheiden müsstest, auf was würdest du eher verzichten? Auf Musik oder auf Nutella? Oh, das ist eine Fangfrage. Sie quält mich. Oh. Ich kann das nicht entscheiden. Ich spreche das hier rückfest voll lustig. Ha, ha, ha. Oh, hell no! Oh, oh! So, rückwärts zu sprechen in Real Life ist echt witzig und schwierig. Schaut euch doch mal das richtig abgespielte, die richtig abgespielte Version in den Outtakes an. Wer Bock hat, kann ja auch mal so ein Video machen. Postet es doch einfach mal als Link irgendwie unten in die Kommentare. Dann findet ihr natürlich auch noch andere Lacher. Ansonsten checkt meine anderen Videos aus, besucht meine Social Media Plattform, nicht vergessen am Ende das Ding zu abonnieren, dann bekommt ihr mehr von all dem Stuff. Und wir sehen uns dann entweder am Tech-Woch wieder oder nächsten Sonntag zu einer neuen Übersetzung. Bis dahin, macht's gut!